Ja, schön, dass ihr heute an so einem Sonntag so zahlreich hier erschienen seid. Genau, ich bin Marie von der Antifa Klein Paris und wir haben uns heute Jerome von der Gruppe von Nichts gewusst aus Wien eingeladen. Und die Gruppe recherchiert und analysiert die sogenannte identitäre Bewegung, ja auch aus so einer ideologiekritischen Perspektive. Genau, und wir hoffen, dass wir heute alle so ein bisschen Erkenntnisgewinn dadurch kriegen. Das Gespräch ist ungefähr auf so eine Stunde angelegt und danach würden wir auch gerne mit euch zu dem Thema diskutieren. Also könnt ihr euch auch gerne schon mal Notizen machen, wenn ihr Fragen habt. Genau. Das war das Erste. Und weiterhin findet diese Veranstaltung im Rahmen des No-Compact-Bündnisses statt, das sich, wie der Name ja schon sagt, wieder neu gegründet hat. Das gab es schon mal 2013. Eben wird nämlich dieses Jahr in Leipzig leider wieder die Compact-Konferenz am 25.11. stattfinden. Genau, Compact, wem das nicht sagt, das ist ein rechtsradikales Querfrontmagazin unter der Führung von Jürgen Elsässer. Und das, ja, das Brisante, kann man sagen, dieses Jahr in Leipzig wird sein, dass eben die Rednerliste sehr prominent besetzt ist mit unter anderem mit Bernd Björn Höcke, Lutz Bachmann und eben auch Martin Sellner. Um den geht es dann gleich noch im Vortrag. Genau, und das No-Compact-Bündnis hat sich eben zum Auftrag gemacht, die Konferenz zu verunmöglichen. Und genau, da findet ihr auf jeden Fall Infomaterial hier am Infotisch, der vom Infoladen im Coney Island gemacht wird. Da gibt es auch noch andere Bücher zum Thema, die man da erwerben kann und auch Infomaterial, das es umsonst gibt. Ansonsten gibt es auch noch weitere Veranstaltungen. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Werbeblock. Und zwar einmal haben wir am 23.11. Jutta Ditfurth ins Werk 2 eingeladen und werden mit ihr zum Thema Antisemitismus und Querfront auch bei Compact reden. Genau, und dann gibt es noch eine Veranstaltung mit Kevin Kulina in der Frauenkultur. Da wird er sein Buch Im Feindbild vereint auch zu Antisemitismus bei Compact vorstellen. Genau, das sei ich auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt. Und wem das jetzt alles zu viel drin rumgesitze ist, gibt es auch noch im Herbst einiges auf der Straße. Und zwar in Halle gibt es ja jetzt dieses rechtsradikale Hausprojekt von IB-Ableger Kontrakultur Halle. Und da gibt es ein antifaschistisches Bündnis, Kick Them Out. Die haben auch eine Kampagne eben gegen das Nazizentrum da gemacht. Und am 28.10. findet da schon die zweite Demonstration gegen die Kontrakultur statt. Genau, und dafür gibt es auch einen Zugtreffpunkt aus Leipzig. Also wir treffen uns am 28.10. um, ich guck mal kurz nach, 14.45 Uhr am Infopoint am Hauptbahnhof. Genau, das Datum findet ihr und weitere Infos dazu findet ihr auch sicherlich nochmal online. Genau, dann würde ich sagen, wünsche ich uns allen einen informativen Abend und ich würde einfach gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Oder willst du noch was sagen? Na voll, fangen wir an, oder? Okay. Genau, also viele von euch haben das sicher verfolgt, auch jetzt im Zuge der Frankfurter Buchmesse. Ja, die identitäre Bewegung genießt eben seit Monaten eine große mediale Aufmerksamkeit. Auch wenn da irgendwie viel schon drüber erzählt und geschrieben wurde, vielleicht kannst du noch mal kurz die Hintergründe, also was ist es überhaupt eine Bewegung und wo kommt die überhaupt her? Vielleicht kannst du uns das noch mal kurz erläutern. Ja, voll. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch danke, dass an so einem verregneten Sonntagabend irgendwie ganz viele Leute hier sind. Das freut mich total auch. Ja, kommen wir zu der ersten Frage. Also es gibt ja so ein bisschen immer dieses Grundgerücht und auch diese Grundannahme, dass das, was wir unter identitärer Bewegung jetzt gerade erleben oder sehen, und da muss man ganz klar immer dazu sagen, dass Bewegung könnt ihr eigentlich immer wegstreichen, beziehungsweise man kann es in Klammern setzen, denn von der Bewegung ist eigentlich in keinem europäischen Land derzeitig zu reden, sondern eher immer von kleinen, sehr elitär organisierten Zirkeln. Jedenfalls wird immer gesagt, die identitäre Bewegung kommt eigentlich aus Frankreich, ist dann so ein Phänomen, was irgendwie in den deutschsprachigen Raum übertragen wird. Das ist grundsätzlich richtig, dass sich im Frankreich der 2000er Jahre etwas Neues gründet, nämlich aus der kommenden extremen Rechten hinaus, die sehr, sehr starke Repression erleidet, nachdem es einen, also erleidet nämlich oder sich ergehen lassen muss, nachdem es einen vereitelten Anschlag auf den französischen Präsidenten gab. Die französische Rechte wird daraufhin extrem ins Visier der Fahndungsbehörden genommen und daraus entsteht dann natürlich neue Gruppen, so wie wir das immer wieder erleben bei extremen Rechten. Und diese Gruppe
jetzt das, was wir jetzt auch bei den Identitären hier in Deutschland, auch in Wien zum Beispiel sehen können, nämlich dieses Lambda, was als Logo genutzt wird. Sie beziehen sich sehr stark auf französische Denker der Vorkriegszeit, auch der 1960er Jahre, und schaffen da sowas ganz Eigenes. Fakt ist allerdings, und das finde ich eine ganz wichtige Sache in der Analyse, nämlich zu sehen, es gab in den Folgejahren immer wieder dann ganz kurze einzelne Versuche, sowas auch nach Deutschland zu übertragen. Das hat allerdings nie richtig funktioniert. Also es gab zum Beispiel in den 2002er, 2003er Jahren, gab es in Fulda mal so ganz kleine Gruppen, die so ein bisschen auch mit diesen Konzepten schon rumgespielt haben. Das hat sich dann Multikulti Wegbassen genannt, also diese mit kleineren Anlagen in die Fußgängerzone und weißen Masken noch, also was man ganz klar natürlich in der Tradition der Unsterblichen sehen muss. Das war davor so eine Gruppe. Das hat allerdings nie richtig funktioniert. Es gibt dann allerdings, und das ist das Interessante, den Moment, nämlich dass in Wien eine erste Welle wiederum entsteht, nämlich in Wien wird eine ganz große Internetseite verboten, Alpen-Donau-Info, die sozusagen den ganzen österreichischen Neonazismus organisiert hat, deren Leute werden inhaftiert, kriegen hohe Haftstrafen. An dieser Seite hat unter anderem auch Martin Sellner mitgearbeitet, er wurde dafür allerdings nicht juristisch belangt. Wir haben also in Österreich genau dieselbe Situation, dass die außerparlamentarische Rechte vor so einer Situation steht, dass sie wissen, ja, so wie wir uns früher organisiert haben, geht es jetzt irgendwie nicht weiter, weil da kriegen wir halt mit dem Staat Probleme. Und auch in Österreich hat man dann versucht, erst so mal autonome Nationalisten zu machen. Das hat allerdings nie richtig geklappt. Und dann haben solche Leute wie Martin Sellner, Philipp Huemer, Alexander Markovic, also auch Kader, die man jetzt im deutschsprachigen Raum kennt, angefangen, das zu machen, was wir unter identitärer Bewegung verstehen. Sie haben dieses Logo genommen, sie haben diese Corporate Identity genommen. Und das ist aber der sehr interessante Moment. Sie haben ganz starke andere ideologische Gewichtungen auch gelegt, als zum Beispiel die Französinnen und Franzosen vorher gemacht haben. Nämlich, sie haben sich ganz stark auf das, was unter konservativer Revolution beschrieben wird, also was Armin Mohler damals zusammengefasst hat, nämlich Leute, die in der Weimarer Republik erst den Nationalsozialismus hochgeschrieben haben, sich dann aber von ihm distanziert haben, weil ihnen das zu proletarisch war. Es wird ganz stark auf diese Leute Bezug genommen, und das ist das Interessante, warum die identitäre Bewegung auch in Österreich einfach so anschlussfähig geworden ist. Die identitäre Bewegung hat relativ stark am Anfang direkt auch so in Österreich vorhandene Volkssagen aufgenommen und sie mit in ihre Ideologie integriert. Zum Beispiel die sehr in Österreich einfach verbreitete, weil es halt schon Grundschullernstoff ist, die sogenannte Türkenbelagerung von Wien, hat man immer als ersten Moment genommen, hat gesagt, ja, da wurde schon damals eigentlich das Abendland verteidigt. Die identitäre Bewegung ist aber dann auch in Österreich lange Zeit vor sich hingedümpelt, hat sich eigentlich über mehrere Jahre nicht großartig entwickeln können, hat nicht viel mehr Leute dazu bekommen. Allerdings ist es dann zu dem gekommen, was wir mittlerweile ja doch unter diesem doch sehr kritisierungswürdigen Namen der Flüchtlingskrise zusammenfassen, nämlich dass Wien und gerade der Bahnhof in Wien, der Hauptbahnhof, zu einem der Punkte wurde, wo die Balkanroute geendet hat, kurz bevor Angela Merkel gesagt hat, diese Leute dürfen auch nach Deutschland weiterreisen. Und die Identitären haben das sehr, sehr gut für sich genutzt und haben angefangen, unglaublich viele Aktionen zu machen. Sie haben eine Kirche besetzt, die von flüchtenden Menschen kurzzeitig besetzt war. Sie haben diverse Banneraktionen gemacht. Und wir haben dann in Österreich einfach erlebt, dass der österreichische Boulevard und auch die österreichischen Tagespressen sich unglaublich auf diese Leute gestürzt haben und irgendwie gesagt haben, ja geil, da haben wir jetzt Rechte, da können wir drüber schreiben, die können sich sogar noch ausdrucken, die sind irgendwie freiwillig dazu bereit, Interviews mit uns zu führen. Und die Identitären wurden dann über 2 Jahre in Österreich relativ stark hochgeschrieben. Also ihre Aktionen wurden auf Titelseiten reproduziert. Es wurde genau dieses Wording übernommen. Sie sind die neue Jugendbewegung und ihre ganzen Sachen, die sie so in den Diskurs einfließen wollten, sind alle so übernommen worden. Das hat dann auch dazu geführt, dass die identitäre Bewegung sich in Österreich sehr, sehr stark festigen konnte. Sie hat in den Jahren daraufhin in allen Landesteilen Landesgruppen gemacht, hat sehr starken Mitgliederzuwachs gemacht. Und dann können wir was erleben, was, glaube ich, für die organisierte Rechte, also außerparlamentarische Rechte im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahrzehnten doch ein bisschen einzigartig ist, nämlich es findet ein gezielter Export von Österreich nach Deutschland statt. Das heißt, führende Kader aus Österreich sind in den letzten Jahren gezielt nach Deutschland gereist und haben in einigen Städten mehrere Monate gelebt, um diese Gruppen hier aufzubauen. Wir können zum Beispiel nachweisen, dass die Gruppe Kontrakultur, die ja in Halle ansässig ist und die eigentlich so unserer Meinung nach derzeit die wichtigste und auch tonangebendste Gruppe in Deutschland ist, ganz gezielt von Martin Sellner und Jörg Dittus, die sich über mehrere Wochen bis Monate hier aufgehalten haben, diesen Aktivisten und Aktivistinnen beigebracht haben, wie man sozusagen identitären Aktionismus betreibt. Also sie haben mit ihnen die ersten Aktionen gemacht, sie haben die ersten Banner aufgehangen, sie haben ihnen die Organisation und so weiter geleitet. Ähnliches können wir für Berlin aufzeigen, Ähnliches gibt es auch in München. Also es findet, und das ist für die identitäre Bewegung, glaube ich, sehr speziell, weil es auch in der Analyse sehr selten rauskommt,
eigentlich ein Export von Österreich nach Deutschland statt. Und dann machen die Identitären nämlich das, und das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt, sie begreifen quasi den deutschsprachigen Raum, nämlich Deutschland und Österreich, abgesehen von der Schweiz, wo sie nicht sehr viele Aktivitäten haben, als eine gemeinsame Aktionsfläche. Das ist relativ klug, weil gerade insbesondere die Repressionsbehörden, insbesondere der Verfassungsschutz, immer noch sehr national fixiert ist und meistens sagt, naja, wenn Sachen nach der Grenze stattfinden, interessiert uns das nicht. Und genauso ist es in Österreich, dass die österreichischen Behörden meistens gesagt haben, was in Deutschland ist, interessiert uns auch nicht großartig. Die Identitären aber sind sehr, sehr gut im Reisen. Das muss man ihnen lassen. Sie nehmen sehr viele Reisen auf sich. Und wir können danach erleben, dass in Deutschland die jungen Organisationen erstmal in Wien viele Jahre aktiv sind. Sie sind auf den Demonstrationen immer wieder aktiv, sie sind bei Aktionen mitgelaufen. Und dann in den letzten 2 Jahren konnten wir erleben, dass eigentlich bei fast allen Aktionen in Deutschland, also insbesondere der Aktion, wo zum Beispiel vor der CDU-Parteizentrale sich hingesetzt wurde, was als Besetzung verkauft werden sollte, immer wieder sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher anwesend sind. Also wir haben mittlerweile die identitäre Bewegung, das ist unsere Einschätzung, Bewegung natürlich in Anführungsstrichen, mit einem Phänomen zu tun, was international, nämlich zwischen Deutschland und Österreich, nur begriffen werden kann und was eigentlich an keiner Nationalgrenze endet. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt erstmal in der Analyse, das zu sehen, dass nämlich dieser Austausch zwischen den Kadern, dass der Austausch zwischen Strukturen und zwischen Finanzen mittlerweile zwischen diesen beiden Ländern sehr, sehr, sehr fließend ist und eigentlich nicht begrenzt werden kann. Das ist insbesondere dann noch so schlimm, wenn man sagt, und wenn man immer mal wieder beobachtet, was der Verfassungsschutz eigentlich zu diesen Gruppen sagt. Und eine Einschätzung vor 2 Jahren des Verfassungsschutzes war ja immer noch zu sagen, ja, die identitäre Bewegung ist eigentlich ein reines Internetphänomen. Dieser Satz wurde auch dann noch gefällt, wo wir in Wien zum Beispiel die ersten 2 Frontreihen unserer Demonstration nur aus deutschen Mitgliedern der identitären Bewegung zusammengesetzt gesehen haben. Also wo ich mir gedacht habe, ich habe Internetphänomene noch nie irgendwie Demonstrationen anführen sehen, so der Verfassungsschutz anscheinend schon. Und das ist auch eine Einschätzung, die heute noch sehr verbreitet ist. Genau, und das passt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Ja, also du hast ja jetzt schon ein bisschen über Vernetzung zwischen Österreich und Deutschland bei der IB geredet. Ja, ganz spannend ist ja auch eben im Hinblick auf die Kompaktkonferenz, dass da eben Lutz Bachmann praktisch auch eingeladen ist, und das Motto der Konferenz ist so ein bisschen so eine außerparlamentarische Rechte organisieren. So. Und wie sieht es denn darüber hinaus aus? Also haben die auch gute Kontakte zu Leuten in Frankreich zum Beispiel oder nach Russland? Da habe ich auch schon mal, glaube ich, so ein paar Bildchen gesehen, oder vielleicht war es auch Ukraine. Vielleicht kannst du da nochmal kurz umreißen. Beziehungsweise habe ich auch, ich hatte auch gelesen, dass Martin Sellner, glaube ich, eine neue Freundin hat, die auch sehr eher aus dem englischsprachigen Raum, ja, und da auch eine sehr aktive Bloggerin ist auf jeden Fall. Ja, voll. Also der derzeitige Status, den wir bei den Identitären erleben, ist, es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Also dem müssen wir uns einfach bewusst sein, auch wenn wir sie international sehen. Also es sind wenige 100 Mitglieder trotzdem, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der wichtigste Punkt eigentlich. Gehören sie meiner Meinung nach zu den ja doch am besten vernetztesten Gruppen, die wir derzeit in der außerparlamentarischen Rechten finden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich diese Kontakte nach Frankreich, ins Mutterland der Bewegung sozusagen, wo die identitären Kader seit Jahren an diesen paramilitärischen Sommerlagern teilnehmen, also wo die Leute gezielt ideologisch geschult werden, in Kampfsport geschult werden, in Klettern, in allen möglichen Aktionstrainings und so weiter. Das ist so der erste Vernetzungspunkt. Eine Vernetzung, die insbesondere für Deutschland, auch hier für den Raum Halle-Leipzig relativ interessant ist, dass diese Gruppen in den letzten Jahren die Kontakte zur Casa Pound-Bewegung, also den italienischen Neofaschistinnen und Neofaschisten, sehr stark ausgebaut haben. Das ist interessanterweise eine Verbindung, die die Österreicher nie haben beanspruchen können, weil die sich über Südtirol nicht einig waren. Also die Identitären haben immer gesagt, Südtirol gehört eigentlich zu uns, und Casa Pound hat gesagt, wir Freunde, wir haben da schon 10 Jahre unser Zentrum, wenn ihr da auftaucht, gibt es richtig hart auf die Fresse. So, deswegen war man sich da immer so ein bisschen so, na gut, wir haben nichts miteinander zu tun. Die Deutschen haben dieses Problem halt einfach nicht, und deswegen sind da sehr, sehr gute Kontakte. Also zum Beispiel Leute aus Halle waren jetzt im Januar dieses Jahres auf diversen Konferenzen des Blocco Studentesco in Italien, also der Jugendorganisation von Casa Pound. Das ist so ein neuer Kontaktpunkt. Dann gibt es natürlich diese Russland-Kontakte, die allerdings jetzt gerade so ein bisschen am Wegbrechen sind, weil sie über einzelne österreichische Kader gekommen sind. Und da muss man sagen, diese Russland-Kontakte funktionieren nicht mehr, wenn man sich zur amerikanischen Alt-Right-Bewegung halt
organisiert und auch umschaut, so, weil natürlich dann ist das Spannungsverhältnis da. Ich kann nicht von den Amerikanern Geld für meine Aktionen im Mittelmeer bekommen und gleichzeitig aber irgendwie solche Leute wie Alexander Dugin beurteilen, der sagt, die Amerikaner sind der große Todfeind. Also diese Russland-Kontakte brechen gerade so ein bisschen weg. Das vielleicht ganz kurz zu den internationalen Kontakten. Kommen wir zu den nationalen Kontakten. Die Identitären sind extrem gut einfach innerhalb der außerparlamentarischen, auch innerhalb der parlamentarischen Rechten vernetzt. Es gibt ein Event, was dieser Kompaktkonferenz so ein bisschen vorweggegangen ist und was eigentlich in Deutschland kaum Beachtung gefunden hat, weil es in Österreich stattgefunden hat, nämlich unter der Schirmherrschaft der Freiheitlichen Partei Österreich wurde in Linz der sogenannte Kongress der Verteidiger Europas abgehalten. Das war so eine Wiederbelebung des Zwischentages, der ja auch mal in Leipzig kurzzeitig stattgefunden hat, wo alles eigentlich aufgelaufen ist in Linz. Also von NPD-nahen Magazinen über die FPÖ, deren Generalsekretär eine Eröffnungsrede gehalten hat. Die Identitären hatten einen Stand, die Organisation 1% hat einen Stand, das IFS und eigentlich die Sezession, die Blaue Narzisse. Also es war ein riesiges Treffen, da waren 600 Leute anwesend. Also auch unter anderem Jürgen Elsässer und Martin Sellner waren natürlich auch beide da. Es gibt also solche internen Vernetzungsevents immer schon wieder. Und die Kompaktkonferenz steht natürlich ganz klar auch in diesem Zeichen. So. Diese Konferenzen sind und diese Vernetzungen sind für sie deswegen so wichtig, weil wir haben das immer wieder danach beobachten können, dass nach solchen Konferenzen gerade verschiedene Kader der Identitären neue Publikationsbasen für sich gefunden haben. Das heißt, es gab mal so eine Kompaktkonferenz, wo die neue Rechte auch so ein bisschen vorgestellt wurde, wo Götz Kubitschek und Martin Sellner anwesend waren. Und kurz danach hat Martin Sellner auch angefangen, für das Kompakt-Magazin zu schreiben. Andere Identitäre schreiben auch für die Kompakt. Nach dieser Konferenz in Linz zum Beispiel ist ein Magazin, was sich in Österreich InfoDirect nennt, was jetzt auch in den deutschen Markt expandieren möchte. Da haben die Leute wieder Plattformen bekommen. Das heißt, auch wenn die Identitären wenige Leute sind, gelingt es ihnen doch trotz und auch gerade wegen ihrer Kontakte eine sehr breite publizistische Basis zu erhalten. Nämlich weil sie in diversen Magazinen einfach veröffentlichen können. Zum anderen, und das ist auch ein wichtiger interner Bezugspunkt, ist, die Identitären und Götz Kubitschek bzw. das Institut für Staatspolitik und die daran angeschlossene Zeitschrift Sezession haben ja so eine sehr, ja, man muss schon sagen, so eine Verpartnerung eingegangen. Also Götz Kubitschek verlegt quasi jeden Scheiß, den die Identitären irgendwie zwischen zwei Buchseiten pressen. So. Dafür kommen die Identitären dann zu ihnen auf seinem Gehöft und machen damit irgendwie 150 Leuten Schulungen und so weiter. Also da muss man sagen, das ist nicht nur auf so einer Vernetzungsebene immer interessant, sondern das ist auch für viele Leute einfach ein richtig großes Geschäft. Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen so über internationale Verbindungen geredet und da würde mich auch noch interessieren, besonders in den USA mit der Alt-Right, da hat man auch schon so eine Verbindung gesehen zwischen so antifeministischen Männerbünden, also namentlich zum Beispiel die Proud Boys, so nennen die sich, und eben so einer faschistischen Bewegung, teilweise faschistischen Bewegung wie der Alt-Right, ja. Das konnte man eben auch in Charlottesville zum Beispiel beobachten, wo auch Leute von den Proud Boys eben an dieser Unite the Right Demo teilgenommen haben. Genau, was mich halt interessieren oder was uns interessieren würde, ist, kann man denn so eine Entwicklung auch hier bei den Identitären in Europa beobachten? Also sozusagen, wie sieht der Antifeminismus in der identitären Bewegung aus? Ja, die sich ja auch gerne mal irgendwie nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht irgendwie als die großen Retter der deutschen Frauen irgendwie geriert haben. Kannst du da vielleicht nochmal was zu ausführen? Weil ich finde, das Thema wird tatsächlich viel zu wenig behandelt auch. Also vielleicht eine ganz grundlegende Anmerkung, also dieser männlich konnotierte Hass auf Weiblichkeit, der ist nicht nur für die Identitären ein basaler Moment und eine große Kernklammer ihrer gesamten Organisation, sondern meiner Meinung nach für eigentlich alle reaktionären Gruppierungen. Also da muss man, finde ich, wenn man so ein bisschen schaut, wie stehen die Identitären zum Beispiel zu weiblicher Selbstbestimmung, was Berufsauswahl, Berufsausübung angeht, Reproduktion und solche Sachen. Da unterscheiden sich identitäre Positionen zum Beispiel in Österreich nicht sehr stark von denen, die österreichische Volkspartei vertritt, also der CDU-Ableger. Also da muss man sagen, das ist ebenso wie dieses Narrativ, dass sie Europa retten müssen, ist der Kampf gegen das, was man als Feminismus definiert, und da fällt ja irgendwie alles Mögliche drunter für sie, ist eine ganz große Klammer, der verschiedene rechte Akteure und Akteurinnen auch sehr, sehr krass eint. So, also da sind die Identitären auf einer Linie mit dem Dritten Weg, auch wenn sie sich sonst nicht verstehen. Und da sind die Identitären auch sehr nah bei der AfD, bei der FPÖ und so weiter. Grundsätzlich zu dieser Vernetzung
Was man sehr, sehr stark sieht, ist, dass die Identitären in ihrer Ideologie grundsätzlich Männerbund sind, auch wenn sie einzelne Frauen haben, die in den Vordergrund gestellt werden, muss man doch sagen, Frauen werden in der identitären Bewegung oder von ihnen als weiblich wahrgenommene Menschen werden eigentlich nur als Reproduktionsmechanismen angesehen. Wir sehen das in solchen Aufklebern wie Make Love and Defend Europe, also wo es letztendlich darum geht, Kinder kriegen, um die eigene Rasse zu retten. So. Auf der anderen Seite werden ganz viele Schritte, die man als emanzipatorisch doch einfach gesetzt hat in den letzten Jahren, von ihnen einfach als wollen sollen zurückgenommen werden. Es gibt zum Beispiel eines der ersten T-Shirts, was die Identitären produziert haben, war Back to the Kitchen, also wo man sieht, so, da ist ganz, ganz krasser Hass einfach dabei. Auf der anderen Seite ist natürlich, die Identitären sehen sich als Kampfbund, also das schwingt auch mit in dieser Europa-Verteidigung und dieser Kampf ist natürlich erstmal ein Kampf, den die Männer in dieser Bewegung machen. Das heißt, es wird hier mit einer ganz krassen Gewalt gegen den eigenen Körper gefahren, also dass man sich hochtrainieren muss und dass man für diesen Kampf bereit sein muss, was auch so ein Grundmoment des Faschismus ist, nämlich diese Opferbereitschaft, die genuin männlich ist. Und die Identitären zitieren das sogar selber in einem ihrer Artikel. Da wird auf den Film Das Boot Bezug genommen, wo es um so eine U-Boot-Mannschaft im Zweiten Weltkrieg gibt. Und da sagt irgendwie so einer dieser Leute so, dieser Raum ist so schön, weil es der einzige Raum ist, wo keine Frau anwesend ist. Und das wird in Bezug auf so eine Demonstrationsgruppe mal von Identitären selber verwendet, dass das so eine schöne Demonstration war, weil man da so unter Männern war. Wichtig ist, und da ist, glaube ich, der Bezug für die USA ganz, ganz stark ist, wir erleben gerade in den USA, dass gerade dieser faschistoide Männlichkeitskult in den USA noch mal viel, viel krassere Blüten schlägt als hier in Europa. Also die Proud Boys sind so eine dieser Sachen, die man anmacht. Einer, der für die Identitären vielleicht noch wichtigeren Bezugspunkt ist, der sogenannte Clan of, jetzt muss ich kurz überlegen, der sogenannte Werwolf-Clan, der von dem amerikanischen Alt-Right-Aktivisten, der auch so ein bisschen an die angedockt war, Jack Donovan, hochgezogen wurde. Und das sind Leute, die so eine ganz krasse Stammeskultur wieder aufleben lassen wollen. Also Jack Donovan schreibt auch in seinem Buch, dass er sich an Affen orientieren möchte und der ist zum Beispiel Schnellroda aufgetreten. Ja. Nur ganz kurz ergänzend, also zum Beispiel bei den Proud Boys, die haben auch so ein Aufnahmeritual, da wird auch nochmal deutlich, was für ein Männerbund es sozusagen ist. Und zwar muss man, um da aufgenommen zu werden, sich irgendwohin Proud Boys tätowieren. Dann muss man, während man ins Gesicht geschlagen wird, 3 Frühstückszerealien nennen. Das ist tatsächlich denen ihr Aufnahmeritual und die meinen das wirklich ernst, ja. Genau, nur vielleicht nur so ergänzend. Also vielleicht, wer sich das anschauen möchte, es gibt von Jack Donovan, der hat einen relativ interessanten Instagram-Account, der sich Start the World nennt, so wo ganz viel von diesen Männlichkeitskulten. Was ich immer relativ interessant finde, das wird auch in der Rezeption leider mal vergessen, von Klaus Teweleit, dieses Buch Männerfantasien, wer so männliche Gewaltfantasien in SA und SS-Kommandos untersucht hat, auch anhand ihrer eigenen Reproduktion. Das ist ein ganz interessantes Buch, weil meiner Meinung nach könnte man ganz oft das Wort SA und SS durch Identitäre ersetzen und man hätte eine perfekte Analyse für die derzeitige identitäre Bewegung. Also auch was du sagst, dieses natürlich diese ganzen Demonstrationen und sich von der Polizei pfeffern lassen und irgendwie Schlägereien. So ein Initiationsritus so ein bisschen. Genau, ne? Also das ist ganz klarer Männlichkeitskult. Also auch natürlich mit dieser gewaltsamen Begrenzung gegen sich selber und gegen natürlich auch alle Menschen anders. Genau, vielleicht, wo wir gerade so bei Geltungsdrang, narzisstischem Geltungsdrang sind, da fällt mir das Stichwort Martin Sellner nämlich ein. Genau, ich bin mir sicher, die meisten von euch wissen ungefähr, wie er aussieht und sozusagen seine Rolle ist immer, die erste Ansprechperson zu sein und der große Einpeitscher auf Demonstrationen auch. Er hat ja auch einen YouTube-Channel, wo er jeden kleinen Unsinn aus seinem Leben irgendwie festhält. Genau, siehst du in der Nutzung der sozialen Medien jetzt ein großes Potenzial auch zur Politisierung? Vor allem von jungen Menschen und gibt es da auch eventuell Nachholbedarf für eine radikale Linke? Also jetzt nicht in dem Sinne, können wir uns was von Identitären abgucken, aber sollten wir jetzt alle Snapchat installieren? Oder? Na, also bitte nicht. Also ich kann das nur aus so einer Rechercheperspektive sagen. Ich finde das immer ganz furchtbar, dass diese ganzen Identitären diese Vlogs machen, weil man muss sich das ja immer alles anschauen so und das ist wirklich ein Horror. So, bei Martin Sellner funktioniert, man kann das auf 1,5-facher Geschwindigkeit abspielen. Da muss man sich nicht so viel anhören, aber es ist wirklich schräg. Grundsätzlich vielleicht 2 Anmerkungen dazu. Das Erste, finde ich, was man einfach bedenken muss, ist, die identitäre Bewegung ist ganz, 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 ganz krass hierarchisch geordnet.
Also das ist nicht nur in offiziellen Funktionen, sie sind ja als Verein organisiert, wo es Vereinsvorsitzende und sowas quasi gibt. Nicht nur das, sondern es gibt einfach ganz intern richtig, richtig harte Hackordnungen so. Und da ist halt Martin Sellner ganz, ganz oben. Dann kommen solche Leute wie Mario Müller und so weiter. Also natürlich hat dieser Mediale und wer sich medial präsentieren darf, ganz viel damit zu tun, wer in dieser Hackordnung weit oben steht. Das andere ist, und dem, finde ich, sollten wir uns einfach auch immer wieder bewusst sein, ein Großteil der Menschen, die derzeitig in der identitären Organisationen organisiert sind, sind so zwischen 25 und 35. Das sind Menschen, die sind genauso aufgewachsen wie viele der hier, die im Publikum sitzen. Das ist eine Generation, die ist mit Facebook groß geworden, die ist mit Instagram groß geworden und mit Snapchat, und dass die das halt genauso gut auch nutzen können und dass die vielleicht auch mal 3-4 Leute dabei haben, die gut Photoshop haben, das ist erstmal so. Sie sind da auch nicht sonderlich geschickter als andere Gruppen so, wo die Identitären, und das ist so ein bisschen der Moment, wo wir ja mal sagen, ja, das hat sie vielleicht auch eine Linke ein bisschen mit einfach so auch an die Wand gespielt kurzzeitig, war einfach der Moment, das waren zum ersten Mal wieder Faschistinnen und Faschisten, die sehr, sehr offensiv mit ihrem Gesicht und mit ihrem Namen in die Öffentlichkeit getreten sind. Also über, nicht nur über soziale Medien, sondern auch in der Realität. Es gab eine Anekdote so in Wien zum Beispiel, wo die identitäre Bewegung gerade groß geworden ist, wurde gesagt, na gut, wir machen einfach mal Outing-Plakate, das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Und die Identitären haben diese Outing-Plakate abgenommen und haben ihre Namen richtig geschrieben und haben teilweise Fotos aktualisiert und haben die wieder aufgehangen. Also die spielen auch sehr gut damit so. Ich würde aber sagen, dass eine Linke, also wie auch immer homogen man die sehen möchte, da keinen Nachholbedarf hat, sondern ich finde, es gibt gerade sehr viele Strategien, einfach auch damit umzugehen und auch meiner Meinung nach sehr gute Strategien. Genau, jetzt reden wir auch schon so ein bisschen über den medialen Umgang. Die ziehen ja immer sehr darauf ab, möglichst spektakuläre Bilder zu produzieren. Und denen geht es ja weniger darum, jetzt wirklich irgendwie konkret irgendwas umzugestalten, sondern es geht ja wirklich immer nur um die Produktion von mehr und mehr Bildern und Vlogs und was weiß ich. Gehen da die Medien auch so ein bisschen denen auf den Leim, indem sie das weiter verbreiten? Oder... Also teilst du die Ansicht und beziehungsweise wie sollte vielleicht ein ordentlicher Umgang, ein medialer Umgang auch mit der identitären Bewegung aussehen? Ja, also vielleicht so zum allerersten, die identitäre Bewegung ist ganz klar so eine Bilderproduktionsmaschine. Warum ist sie das? Das hat meiner Meinung nach nicht nur Gründe der Aufmerksamkeitslogik irgendwie, also mit Gründen der Aufmerksamkeitslogik zu tun, sondern wenn man sich anschaut, was die identitäre Bewegung ideologisch zu bieten hat, ist da nicht viel mehr als dieser Grundmythos des großen Austauschs, wo sie sagen, unser Volk wird ausgetauscht und in einigen Jahren sind wir weg. Es gibt da also nicht viel mehr, was ideologisch irgendwie erstmal großartig da ist. Und deswegen müssen sie immer wieder genau diesen Mythos reproduzieren und müssen immer wieder sagen, ey, aber wir werden ausgetauscht, bitte darauf achten. So. Die Identitären haben das geschafft durch relativ, ja, im Sinne auch von der Aufmerksamkeitslogik spektakulären Aktionen natürlich in Medien zu kommen. Ich würde hier so ein bisschen differenzieren zwischen Österreich und Deutschland. In Österreich würde ich ganz klar sagen, ja, also wenn man sich anschaut, wie die Medien dort mit den Identitären umgehen, wenn zum Beispiel Fackelmärsche von ihnen auf Doppelseiten im großen Monatsmagazin Österreichs einfach ohne Kommentar reproduziert werden, dann sage ich, ja, alles falsch gemacht. Ich habe immer so ein bisschen die Faustregel, wenn Identitäre eure Artikel bejubeln, so habt ihr einiges falsch gemacht, dann sollt ihr einfach alles anders machen. Das ist in Österreich leider so bei 90% der Fall. Ich finde aber gerade in Deutschland gibt es, und vielleicht muss man sagen, hat Deutschland da einfach so ein bisschen den Nachteil, dass die identitäre Bewegung einfach erst in den letzten 2 Jahren hier medial sehr stark geworden ist. Es gibt durchaus sehr, sehr differenzierte Berichte zu ihnen. Und was mir in Deutschland immer relativ gut gefallen hat, ist, dass sie eigentlich von Anfang an ganz klar als Akteurinnen und Akteure innerhalb der extremen Rechten verordnet wurden. In Österreich wurde zum Beispiel immer gesagt, ja, sie sind nicht rechts, sie sind nicht links. So. Das wurde auch so in den Medien reproduziert. Hier muss man ja sagen, von der Süddeutschen bis über die Zeit so, haben das eigentlich alle Medien gut übernommen. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass man diese differenzierte Berichterstattung immer noch einfordert. Und ein Aspekt, den ich immer noch sehr wichtig finde, ist gerade auch von linker Position aus, dass eine Linke sehr offensiv mit ihren Rechercheergebnissen in die Öffentlichkeit tritt und diese Rechercheergebnisse auch präsentiert und sagt, hey, das sind Sachen, die wir schon vor Jahren haben dokumentieren können, das sind Sachen, die wir schon vor Jahren haben sehen können. Aber auch da muss ich sagen, finde ich, gibt es in Deutschland so unglaublich viele Beispiele, wie Organisationen gerade unglaublich gute Arbeit leisten. Also da auch ein bisschen mehr Vertrauen in die eigenen Stärken und die eigene gute Arbeit, die gerade schon geleistet wird.
genau, du hast schon ein paar Aktionen von Identitären angesprochen, ja, also Transparente irgendwo runterhängen, da sind die auf jeden Fall sehr groß drin. Genau, aber jetzt haben sie im Sommer unter dem Slogan Defend Europe ja ein Boot gechartert und sind damit aufs Mittelmeer und haben so versucht, Seenotrettung zu kriminalisieren und zu skandalisieren mit, naja, so ein bisschen mäßigem Erfolg, würde ich es mal nennen. Genau, aber vielleicht, was eigentlich da ganz spannend ist, eher so vielleicht ganz grob kurz nochmal den Verlauf skizzieren und vor allen Dingen, wie die sich finanzieren, also jetzt speziell, wie sie sozusagen die Kampagne Defend Europe finanziert haben, aber auch sonst, wie das aussieht. Genau, also diese Aktion Defend Europe war, wie du schon kurz zusammengefasst hast, die Identitären haben sehr, sehr viel Geld, über Hunderttausende von Euro zusammengesammelt, erst über Kickstarter, dann über eine eigene Plattform. Und mit diesem Geld haben sie ein Schiff angemietet. Auf dieses Schiff sind sie mit doch führenden Kadern aus insbesondere Deutschland und Österreich, aber auch einer aus Frankreich, einer aus der Schweiz und ukrainische Leute. Und mit diesem Boot war das Ziel, ins Mittelmeer zu fahren und dort, ja, sie haben es nie offiziell so zugegeben, aber eigentlich war das Ziel, Menschen und Organisationen an der Rettung von dort flüchtenden Menschen zu behindern. Man hat das auch einigermaßen gesehen, weil eine der ersten Aktionen, die sie gemacht haben, wo sie vor Ort waren, war, den internationalen Notrufkanal zu besetzen und dort mit Funksprüchen herumzuhantieren, was extrem verboten ist eigentlich. Und sie haben dann irgendwelche Schiffe verfolgt und haben immer so getan, als ob sie das irgendwie an die libysche Küstenwache weitergeben könnten, sodass dann Repression auf diese Schiffe passiert. Was grundsätzlich zu dieser Aktion ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, von außen betrachtet wirkt diese Aktion wie ein unglaubliches Desaster, auch weil viele Medien einfach sie als Desaster beschrieben haben, und das war sie auch im gewissen Sinne, weil die Identitären zum einen an einen sehr dubiosen Schiffseigner geraten sind, der ihnen eine Crew untergejubelt hat, die sie wahrscheinlich nicht so wollten, der viel zu viel Geld von ihnen verlangt hat, dann ist ihnen der Sprit ausgegangen, dann konnten sie nicht betankt werden, weil es Streiks an den Häfen gab und so weiter, dann haben sie einen Motorschaden gehabt und sind in Seenot geraten. Also da waren viele Sachen, dann waren Leute dabei am Boot, die dann in der ersten Handelsstelle an Land gegangen sind und dann Asyl angesucht haben, sodass sie quasi der Schlepperei für strafbar gemacht haben. Da sind viele Sachen passiert, die sozusagen als Desaster gewertet werden könnten. Wichtig ist aber, innerhalb der eigenen Szene wird diese Aktion als absolute Heldentat rezipiert. Also für sie ist das ein unglaublicher Erfolg, nämlich weil sie diesen Mythos in die Welt gesetzt haben, nämlich einerseits zu sagen, seitdem wir dort aktiv waren, gibt es eigentlich ganz wenig nur noch von diesen Flüchtlingshelforganisationen. Das liegt aber nicht daran, dass die Identitären da aktiv waren, sondern es liegt daran, dass die Gesetzeslagen viel, viel strenger geworden sind innerhalb der letzten Monate. Zum anderen haben sie aber auch diesen Mythos kreiert, dass sie gesagt haben, es mussten sich alle Länder, die um das Mittelmeer angesiedelt sind, gegen uns verschwören, um uns an unserer Aktion aufzuhalten. So. Und wenn man das so sieht, wie die Identitären darüber berichten, wie sie darüber schreiben, ist das für sie auf keinen Fall ein Desaster gewesen. Um zu der Finanzierung zu kommen. Sorry. Die Aktion wurde, und das haben sie selber zugegeben, großteilig von den Amerikanern finanziert. Das hat deswegen so gut funktioniert, weil zwei amerikanische Aktivistinnen, nämlich Lauren Sossern, die ja auch beim G20-Gipfel einigen hier bekannt sein dürfte, weil sie dort aufgelaufen ist, und Pretty Pittybone, die derzeitige Freundin von Martin Sellner, die haben sehr, sehr stark für die amerikanische Rechte, für diese Organisation und für dieses Vorhaben Werbung gemacht. Und Martin Sellner hat das auch in einem Sezessionsartikel zugegeben, dass immer am Anfang, so wie das bei der EB normal ist, relativ viele kleine Spenden reingekommen sind, und wo dann die Amerikaner und Amerikanerinnen angefangen haben zu finanzieren, hat das Ganze angezogen. Hier finde ich allerdings, ist auch immer wichtig, das Ganze im Verhältnis zu sehen. Die Bewegung, die auch jetzt natürlich für die Seastag da aufgekommen ist, die sie in den USA da zusammengerottet hat, die hat für den Trump-Wahlkampf und für solche Wahlkampfaktionen bei Trump mehrere Millionen hat aufstellen können. So, da sind 100.000 jetzt nicht so unbedingt die riesengroße Summe. Also das ist auch verhältnismäßig gesehen nicht so unglaublich viel. Grundsätzlich aber, wie finanziert sich die identitäre Bewegung sonst? Die identitäre Bewegung ist ein Verein. Das heißt, jeder, der in diesem Verein Mitglied wird, muss einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Bei den Mitgliedern, die sie haben, dürfte das reichen, einige, um die Strukturen zu bezahlen. Es gibt allerdings auch Fördermitgliedschaften, und es gibt aus internen Berichten, wo Leute diese Stammtische von ihnen besucht haben, so ein bisschen den Modus, dass insbesondere, wenn dort ältere Herren auftauchen bei diesen Stammtischen, dass führende Kader sich mit denen zusammensetzen, dann wird den ganzen Abend getrunken und diese Leute werden dann überredet, sehr hohe Fördermitgliedschaften abzuschließen, und das ist sehr, sehr großer Usus. So. Also das finanziert sich so ein bisschen wie diese Burschenschaften. Es gibt halt einfach ältere Herren, die in guten Positionen sind und die Jungen sponsern.
auch vieles von dem, was sie an Infrastruktur besitzen, zum Beispiel das Haus in Wien und so weiter, ist über Spenden an sie herangetragen worden. Ansonsten, außerhalb von diesen Mitgliedsbeiträgen, gelingt es den Identitären immer wieder, zu irgendwie den dubiosesten Projekten für Spenden aufzurufen. Das Interessante ist auch aus unserer Sicht, dass es innerhalb der Gruppierung bis heute irgendwie noch nie so großen Aufschrei gab, wer da eigentlich wie das Geld verbrennt, beziehungsweise irgendwie, das wird immer mal wieder gesammelt, dann sind 10.000 Euro da und dann passiert einfach monatelang nichts. Also ich glaube, wenn das in so linken Organisationen vorkommen würde, dann wäre der Aufschrei schon viel größer gewesen. Aber bei denen scheint das irgendwie alles okay zu sein. Genau, du hast auch gerade kurz schon das Thema Burschenschaften angesprochen. Man könnte ja meinen, das wäre so ein bisschen vielleicht Konkurrenz für die Identitären oder beziehungsweise rekrutieren die sich ja auch teilweise aus diesem Milieu. Wie ist das da bei euch in Wien oder kann man das sozusagen, wie es in Österreich ist, auch auf Deutschland übertragen oder ist das eher schwierig? Also grundsätzlich, was Burschenschaften und Österreich angeht, ein ganz großer Unterschied zu Deutschland. In Österreich sind Burschenschaften, insbesondere völkische Burschenschaften, ein konstitutiver Moment der Gesellschaft. Das heißt, die sind sehr tief verankert. Wenn man sich die Freiheitliche Partei Österreich anschaut, 2/3 der Nationalratsabgeordneten, ich spreche dezidiert von Männern, sind aus völkischen Burschenschaften. Fast 90% ihres Mitarbeiterpersonal kommt daher. Ein Großteil des österreichischen Justizwesens ist mit aktiven völkischen Burschenschaftern besetzt. Also es hat einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Die Identitären waren aber nie eine Konkurrenz zu diesen Burschenschaften in Österreich, sondern vielmehr so eine Art aktivistische Ergänzung. Also auch so ein bisschen, wo sich so ein burschenschaftlicher Mief so ein bisschen hat modernisieren drüber können. Und wir haben das in Österreich zum Beispiel der Fall, eigentlich 7 von 8 führenden Kadern sind in völkischen Burschenschaften kooperiert, beziehungsweise Mitglieder. Martin Sellner, interessanterweise, musste so einer Sängerschaft beitreten, weil ihn niemand haben wollte. Und ist dann doch so gerade da untergekommen. So der Rest ist aber sehr, sehr lange schon einfach dabei. Auch ein Großteil ihrer Mitglieder, gerade im städtischen Raum, speist sich aus diesen Burschenschaften. In Deutschland haben wir das in einigen Städten auch, zum Beispiel gerade im Süddeutschland, also in München, in Nürnberg und so weiter. Da ist eigentlich immer ein Großteil der EBler sind auch irgendwie in der örtlichen Burschenschaft aktiv. In Halle ist das auch so ein bisschen der Fall. Also da hat man irgendwie ganz gute Synergieeffekte schließen können. Okay, jetzt hätte ich noch eine Frage und dann hoffentlich habt ihr noch einige Fragen an unseren Referenten. Genau, und zwar, die ist mir jetzt auch eher spontan eingefallen. Hast du es ja bestimmt mitbekommen, dass die AfD in den Bundestag einzieht, ja? Und genau, und da ist sozusagen die Frage, ich meine, die kriegen, was habe ich gelesen, 400 Millionen, 300 Millionen irgendwie, also einen ordentlichen Batzen Geld auf jeden Fall. Damit können die natürlich auch ihre Mitarbeiter finanzieren. Konntet ihr das schon beobachten, dass sozusagen auch EBler aus Deutschland und so weiter, also irgendwie, dass es da schon irgendwie Verbindungen gibt? Also zum Beispiel Till Scheider, der AfD-Abgeordnete, hat ja auch sein Büro im Kontrakulturhaus in Halle. Habt ihr da in die Richtung schon irgendwie was rausgefunden? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Feststellung, dass, und das ist glaube ich ein Novum auch ja natürlich in der Bundesrepublik mit dem Einzug der AfD in den Bundestag ist, parlamentarische Fraktionen und an sie angeschlossene, der parlamentarische Funktionsapparat, den sie bedienen und dem sie zugreifen können, inklusive sowas wie Stiftung und so weiter, sind Schutzräume für außerparlamentarische Aktivistinnen und Aktivisten. Wir haben das in Österreich über lange Jahrzehnte beobachten können, dass Leute, die lange Zeit im außerparlamentarischen Aktivismus waren und sich sozusagen auf der Straße verbrannt haben, also die überall als Neonazis bekannt waren und so weiter, dann irgendwann zur FPÖ gekommen sind und dort parlamentarische Mitarbeiter geworden sind. Unter anderem, um das an einem Beispiel festzumachen, der Kapitän der Seastar war vorher Abgeordneter, also Mitarbeiter eines österreichischen Nationalratsabgeordneten der FPÖ. Das wird auch hier in Deutschland der Fall sein. Ihr müsst euch dem bewusst sein und das ist sicherlich vielen hier im Raum schon klar, an der AfD hängen nicht nur diese Leute an, die jetzt im Bundestag für sie sitzen, sondern jeder dieser Abgeordneten hat Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter, Teilzeitmitarbeiter. Und natürlich sind das Stellen, die es Leuten, die sonst eigentlich so in der Jobsuche wahrscheinlich manchmal ein Problem hätten, weil sie Faschisten und Faschistinnen sind, die jetzt auf einmal überhaupt kein Problem haben, einen Job zu bekommen, nämlich weil sie genau an diese Fraktionen andocken können. Wir haben es in Deutschland gerade sehr, sehr stark, dass gerade aus der deutschen Burschenschaft, also dem Dachverband dieser völkischen Burschenschaften, sehr viele Leute schon für die AfD tätig sind. Zum Beispiel der persönliche Referent von Björn Höcke ist Torben Breger, das ist sozusagen der Vorsitzende lange Zeit gewesen. Das hat hier in Deutschland auch niemand so richtig interessiert, großartig.
Was allerdings in Deutschland groß anders ist als in Österreich. In Österreich versucht die FPÖ immer so ein bisschen Distanz zu identitären Bewegungen zu haben. Also man ist zwar offiziell auch bei Demos dabei und man hat da kein Problem mit, aber so offen, wie das die AfD jetzt in Halle hier praktiziert, habe ich das in Österreich noch nicht erlebt. Und da muss man wirklich sagen, ist in Deutschland echt ein krasser Dammbruch, dass nämlich einerseits der Till Schneider sein Abgeordnetenbüro in einem Haus, was der identitären Bewegung zuzuordnen ist, eingelagert hat. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht auch noch der wichtigere Moment, dass mit Andreas Lichert jemand aktiv der Verwalter dieses Hauses ist, der für die AfD, auch für den Bundestag kandidiert hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten uns genau anschauen werden, wer wird als parlamentarischer Mitarbeiter, ich nutze hier nur die männliche Form, weil ich kaum davon ausgehe, dass irgendwie aus den weiblichen Burschenschaften Leute rekrutiert werden, da wird unglaublich viel einfach auflaufen. So. Und das andere ist, dass muss man einfach aus der eigenen Perspektive auch sein. Viele hier im Raum wissen wahrscheinlich, dass man auch mal Geld über die Linkspartei beantragen kann, wenn man irgendwie mal einen Kongress oder sowas machen möchte oder eine Broschüre drucken möchte oder wenn man irgendwie wieder ein Raum irgendwie kurz vorm Brechen ist und man eine anwaltliche Beratung braucht, so, dann kann man auch meistens irgendwie über die Parteien sowas machen. Das haben die jetzt auch. So, und das haben die jetzt auch im Bund. Ihr habt das in den Landtagen jetzt in Deutschland schon sehen können, wie die AfD zum Beispiel gegen Rechercheplattformen wie LSA Rechtsaußen und so weiter vorgegangen ist, wo sie die verbieten könnte. Die AfD kann jetzt in diesen Kommissionen sitzen, das tut sie auch schon. Sie kann auf den parlamentarischen Kontrollapparat mit Anfragen und so weiter zugreifen. Und das ist eine riesige Gefahr für linke Strukturen, weil einfach viel schneller Namen bekannt werden können, viel schneller Leute in den Fokus von Rechten geraten können. Und ihr könnt so ein bisschen auch das mit Blick auf Österreich natürlich beobachten, was Deutschland vielleicht mal in 10 Jahren blüht. In Österreich ist jetzt mit den Grünen ist die einzige linke Partei eigentlich in Österreich aus dem Nationalrat ausgeschieden, die sich für die Finanzierung außerparlamentarischer linker Strukturen eingesetzt hat. Und wir in Österreich haben jetzt zum Beispiel das gerade der Status quo, dass eines der größten Projekte, was die rechtsextreme Szene in Österreich beobachtet und dokumentiert hat, nicht mehr finanziert werden kann. Also auch hier muss man sagen, ist ganz klar, die Rechten profitieren gerade extremst davon. Okay, jetzt habe ich natürlich doch noch eine Frage, um das vielleicht ein bisschen, das Podium ein bisschen positiver enden zu lassen. nee, macht nichts, du hast ja recht. Es gibt ja jetzt natürlich, du hast gerade schon von medialen Strategien sozusagen gegen die Identitären geredet. Klar, es gibt jetzt nicht die Gegenstrategie, aber vielleicht kannst du nochmal so ganz grob so ein paar Punkte benennen, wie man einfach vernünftiger gegen die vorgehen kann. Voll. Also ganz grundlegend dazu, ich will nicht den Guru hier haben, ich bin nicht der Guru, deswegen, das heißt, ich kann lokale Strukturen nicht beurteilen, das heißt, ihr habt in den lokalen Strukturen die meiste Erfahrung, ihr habt die besten Erfahrungsschatz, was eure Sachen angeht, ihr kennt eure Szenen auch wahrscheinlich am besten, also von da an will ich den Ball so ein bisschen zurückspielen, so fragt euch einfach in den Gruppen, was könnt ihr am besten machen, was Positionen sind, die wir zum Beispiel in unserer Gruppe so von nichts gewusst immer wieder verhandeln und auch sagen ist, eine der Kernpunkte ist, die Zeit des Redens ist vorbei. Also ich persönlich, und das ist meine ganz subjektive Einschätzung, ist, Faschistinnen und Faschisten, wie insbesondere der identitären Bewegung, sollte auf keinen Fall irgendwo ein Podium geboten werden. Da ist eine starke Linke auch gefordert. Es geht auch ganz stark darum, nicht nur andere Strukturen, sondern auch die eigenen Strukturen zu verteidigen, in einem ganz aggressiven Sinne auch, nämlich zu sagen, wenn ihr euer scheiß Hausprojekt hinstellt, so kommen wir mit 1000 Gegendemonstranten und Demonstrantinnen so und gehen euch richtig hart auf den Sack. So. Also da ist eine Linke gefordert, meiner Meinung nach, das wird aber auch schon ganz toll gemacht und natürlich ist dieses Ganze, was man gerade so sieht jetzt, wenn lauter bürgerliche Expertinnen und Experten Bücher veröffentlichen wie, ja, wie rede ich mit den Rechten und was gibt es für tolle Tipps und Tricks, da muss ich sagen, so nein. So, das sind Leute, die reden so lange und die reden so lange auf der Buchmesse, bis sie die Buchmesse verbieten können, die wollen so lange in parlamentarische Demokratien einsickern, bis sie letztendlich so umformen können, dass die restlichen Reste an Menschenrechten, die wir hier noch verteidigen können, abgeschafft werden können von ihnen. Und da muss man sagen, ist eine Linke ganz stark zu fordern, zu sagen, ey, hier ist eine Grenze erreicht, die wir aktiv verteidigen. Das war doch ein sehr gutes Schlusswort, beziehungsweise würde ich jetzt einfach...